Das ist eine der leichtesten, wasserdichten und atmungsaktiven Regenjacken auf dem Markt. Die Jacke lässt sich winzig verpacken und wiegt gerade mal nachgewogene 106 Gramm in der Größe M. Ich habe mir die Jacke selbst gekauft und stelle sie hier vor, weil ich sie selbst verwende und einfach gut finde. Wichtig sind hier folgende drei Dinge. Erstens, es handelt sich hierbei um eine Jacke, die sich vollständig öffnen lässt. Es gibt auch noch leichtere Modelle, sogenannte Pull-on-Jacken, welche sich aber nicht komplett öffnen lassen. Zum Wandern ist es aber aufgrund der besseren Belüftung ganz wichtig, dass sich die Jacke komplett öffnen lässt. Vor allem, da die ultraleichten Jacken aufgrund der Gewichtsersparnis keine extra Lüftungsschlitze haben. Zweitens, wasserdicht. Die Jacke wiegt zwar nur 100 Gramm, hat aber trotzdem eine Wassersäule von 20.000 mm und ist wasserdicht. Drittens, es handelt sich bei der Hyper um eine vollständig dreilagige und damit auch atmungsaktive Regenjacke. Atmungsaktivität ist bei Regenjacken immer so eine Sache, aber in der Praxis hat sich gezeigt, dass diese Jacke, was die Atmungsaktivität betrifft, wirklich, ich muss sagen, sehr gut abgeschnitten hat. Der Hersteller gibt einen MVTR-Wert von 60.000 an, was wirklich hervorragend ist. MVTR steht für Moisture Vapor Transmission Rate. Bei diesem Wert wird gemessen, welche Menge Wasserdampf in 24 Stunden durch einen Quadratmeter Membranfläche verdampfen kann. Je höher der Wert, desto besser. 10.000 gilt als gute Atmungsaktivität und 60.000 ist dementsprechend natürlich hervorragend. Wie gesagt, auch diesen Herstellerangaben vertraue ich grundsätzlich nicht ganz. Aber in diesem Fall hat zumindest mein subjektiver Praxistest gezeigt, die Jacke ist im Vergleich zu anderen Jacken, die ich getestet habe, wirklich erstaunlich atmungsaktiv. Kein Witz. Insgesamt ist die Jacke sehr dünn und hat keinerlei Schnickschnack. Keine Taschen, keine einstellbare Kapuze, keine Lüftungsschnitze, keine Klettverschlüsse, keine Kordelzüge. Nein, einfach eine leichte, dünne und mehr oder weniger atmungsaktive Schicht, die vor Regen schützt. Für mich ist diese Jacke perfekt, vor allem deshalb, weil ich immer mit einem Regenschirm unterwegs bin. Das bedeutet, ich bin sowieso schon gut geschützt und wenn es mal ganz wild daherkommt, dann brauche ich eben nur eine leichte und einfache Jacke wie diese hier. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Wanderer immer noch ohne Regenschirm unterwegs sind. Deshalb hier mein Tipp, noch wichtiger als die Jacke ist ein guter Regenschirm. Glaub mir, ein Regenschirm ist der beste Regenschutz, den es gibt, auch beim Wandern. Aber zurück zum Thema. So eine Jacke funktioniert auch deshalb gut für mich, weil ich mit relativ leichtem Gepäck unterwegs bin. Das heißt, der Druck und die Reibung, die durch den Rucksack erzeugt werden, halten sich in Grenzen. Und damit kommen wir auch zum Nachteil bzw. zur Einschränkung dieser Jacke. Das Material ist, wie gesagt, sehr dünn und etwas empfindlich. Wenn du immer einen schweren 12-Kilo-Rucksack mit dir rumschleppst, dann wird diese Jacke an den stark beanspruchten Stellen logischerweise schneller kaputt gehen als eine Hardshell-Jacke, die dreimal so dick ist, aber auch das Fünffache wiegt. Also wenn du häufig bei Regen und mit schwerem Rucksack unterwegs bist, dann ist diese Jacke wahrscheinlich nicht ideal für dich. Zur Erinnerung, das ist eine ultraleichte Jacke, sie wiegt nur 100 Gramm. Eine Hardshell-Jacke wiegt schnell mal 500 Gramm oder mehr. Zusätzlich ist diese Jacke winddicht und kann dadurch multifunktional auch als leichter Windbreaker verwendet werden. Insgesamt ist das eine tolle Jacke, die leider nicht ganz billig ist, aber für mich auf den letzten Touren super funktioniert hat. Ich werde die Hyper auch in Zukunft als meine Standard-Regenjacke verwenden. Falls sie mal ausverkauft sein sollte, was leider öfter passiert, eine ähnliche Jacke ist die Mountain Guide Hyper Light, auch von Berghaus. Achtung! Diese Jacken fallen sehr klein aus und ich würde mindestens eine Größe größer nehmen. Die besten Trekking-Schirme sind übrigens die von Montbel und Snowpeak. Alle Links findest du unten in der Beschreibung. Mehr zum Thema Wandern findest du in diesen Videos. Ich hoffe, das war hilfreich. Alles Gute und bis bald.